Was haben Lionel Messi und Neymar Junior gemeinsam? Sie haben schon mal zusammen bei Barca gespielt. Nee, das ist es nicht. Sie haben schon mal zusammen bei PSG gespielt. Nee, das ist es auch nicht. Hä, was kann das denn dann bloß sein? Pass auf, sie wurden schon mal beim Rauchen erwischt. Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch Freunde, dabei sind sie nicht die einzigen. Heute bauen wir ein Team bestehend aus 18 Kettenrauchern, mit denen wir dann versuchen werden, ein 20-0 in der Weekend League zu holen. Und glaubt mir, Freunde, der ein oder andere Spieler wird euch wirklich schockieren. Wir legen los mit dem ZOM in unserem Team und das ist kein geringerer als Wesley Sneijder. Ja, Freunde, Wesley Sneijder ist damals zu seiner Real Madrid-Zeit schon öfters negativ im Madrider Nachtleben aufgefallen. Damals hat er sogar in einem Interview zugegeben, die Wodkaflasche war mein bester Freund. Und da durfte die ein oder andere Kippe natürlich auch nicht fehlen. Übrigens, Freunde, sein Madrider ZOM-Kollege Mesut Özil wurde auch schon mal beim Rauchen erwischt. Der hat aber leider aktuell keine Karte in FIFA. Weiter geht's mit einem Italiener und der Spieler ist wirklich eine absolute Ikone. Mario Balotelli. Mittlerweile bis in die Jahre gekommen, galt einst als der italienische Hoffnungsträger schlechthin. Seinen Erwartungen konnte er jedoch nie so richtig gerecht werden. Und das war unter anderem seiner fehlenden Professionalität geschuldet. Hier und da gehörte halt so eine Zigarette einfach zu seinem Alltag dazu. Wir kommen jetzt zu einer Bayer Leverkusen-Legende und zwar zu Dimitar Berbat. Der wurde schon zu seiner aktiven Zeit damals bei Bayer Leverkusen des Öfteren mit einer Fluppe erwischt. Zitat Dimitar Berbatov: Ich wollte nur rauchen, weil ich mit einer Zigarette cool aussah. Ja, so läuft's, da bist du natürlich kein Raucher. Jetzt geht's wirklich ultimativ heftig weiter. Der wohl beste Spieler in komplett FC 25. Aber kurz noch davor, Freunde, Stichwort ultimativ. Ich verlose aktuell das brandneue FC 25 an euch. Und zwar sogar die Ultimate Edition. Wenn du diese gewinnen willst, dann lass jetzt ein Like auf das Video da und abonniere kostenlos meinen YouTube-Kanal. Ich picke mir aktuell jeden Sonntag einen meiner Abonnenten raus und der bekommt das neue Spiel von mir geschenkt. So, dieser ultimative Spieler ist kein geringerer als der beste Spieler in komplett FC 25. Ich selber hätte es nie gedacht. Die Rede ist natürlich von Erling Haaland. Und da haben wir uns natürlich die 99er Footy-Karte gegönnt. Haaland wurde tatsächlich schon bei der ein oder anderen Feierlichkeit mit einer Zigarre erwischt. Aber ganz ehrlich, so ein Profi wie Haaland es ist, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das so eine einmalige Sache war. Unser Team braucht natürlich auch einen Torwart. Und hier haben wir einen Typen, der wirklich Jahr für Jahr eine Team of the Season Karte bekommt und 6 Special Cards, schon seit Ewigkeiten bei Juventus Turin im Tor, Wojciech Szczęsny. Szczęsny wurde in der Saison 2014-2015, damals noch in Diensten von Arsenal, nach einer 0-2 Niederlage gegen Southampton mit einer Kippe im Mund erwischt. Er hat selbst im Interview gesagt, damals zu der Zeit habe ich wirklich regelmäßig geraucht und Trainer Arsene Wenger wusste darüber. Stammgast in den englischen Medien und auch Stammgast in unserem Team ist Wayne Rooney. Der gute Herr wurde auch zu seiner aktiven Karriere des Öfteren mit einer Zigarette erwischt, also wirklich gefühlt jede Woche. Ähnlich legendär geht's weiter und wieder mal mit einem Spieler, wo es mich auch irgendwie schockiert hat. Zinedine Zidane wurde vor dem WM-Finale 2006 mit einer Zigarette erwischt und hat dann auch zugegeben, dass er rauche. Wir machen weiter mit einem der wohl schönsten Fußballer, der jemals das Licht der Erde erblickt hat, David Ginola. Zu seiner aktiven Zeit wohl einer der meistgehassten Spieler überhaupt. Ich kann es euch nur empfehlen, Freunde, guckt euch mal bei YouTube so eine kurze Ginola-Doku an. Wirklich extrem interessant. Aber ja, Ginola war öffentlich bekannter Raucher. So, jetzt kommen wir mal wieder zu einem aktiven Profi, der schön beim Feiern auf einer Yacht, wie es typisch für einen Fußballer ist, mit einer Zigarette erwischt wurde. Die Rede ist von Marco Verratti. Ich finde, wenn man sich die Karte so anguckt, gibt die einem sogar ein bisschen so Raucher-Vibes. Deswegen wundert mich das überhaupt nicht. Freunde, wer mein letztes Video verpasst hat, 20-0 mit 11 Schwerverbrechern. Ich kann es euch nur empfehlen, das Ganze noch anzugucken. Das Video ist hier unten eingeblendet. Da hatten wir auf dem rechten Mittelfeld den Spieler mit der krankesten Geschichte überhaupt. Und der Mann ist heute wieder in unserem Team. Die Rede ist natürlich von Garrincha. Wenn Pelé und Garrincha zusammen auf dem Feld standen, hat Brasilien kein einziges Pflichtspiel verloren. Aber ja, so seriös wie Garrincha auf dem Platz war, so unseriös war er neben dem Platz. So, Freunde, das war ein kurzer Flashback zu einer der krankesten Stories aus dem letzten Video. Kommen wir zur krankesten Geschichte aus diesem Video. Und zwar ist die Rede von Andrea Pirlo. Ich sag schon mal direkt, Pirlo ist selber kein Raucher, aber Pirlo ist aktuell Trainer. Und Andrea Pirlo hat es seinen Spielern erlaubt, in der Halbzeitpause in der Kabine zu rauchen. In der Kabine hast du gar nichts mehr gesehen, weil alles unter Rauch stand. Aber ja, trotzdem ist die Geschichte wirklich gestört. Kommen wir zu dem ersten Spieler aus dem Intro, Neymar Junior. Neymar ist ja bekannt für seine berühmten
bestimmten Partys, vor allem seine Geburtstagspartys, wo er sogar irgendwelche random Influencer-Models aus Deutschland einlädt. Und genau auf diesen Partys hat er schon das Öfteren zur Zigarette gegriffen. Im Gegensatz dazu ein sehr seriöser Charakter ist Lionel Messi. Für viele von euch da draußen wahrscheinlich der GOAT, aber wusstet ihr, dass euer GOAT auch schon hin und wieder zur Zigarette gegriffen hat? Ähnlich wie bei Verratti wurde Messi auch natürlich auf einer Yacht erwischt. 5 Spieler fehlen noch in unserem Team. Und wir starten mit einem Fußballer, der auch schon mal ein Verbrechen begangen hat. Er hat nämlich in der Chelsea-Kabine schon mal jemanden angeschossen, mit einer Waffe. Die Rede ist natürlich von Ashley Cole. Ashley Cole, offen bekannter Raucher. Der wurde nicht nur einmal erwischt, der wurde nicht zweimal erwischt. Der Typ hat einfach eine Liebe für Zigaretten. Genauso wie der erste Innenverteidiger in unserem Team, mit Toni Kroos zusammen wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten, Lothar Matthäus. Der Mann hat sich seine Zigaretten und seine Zigarren auf jeden Fall verdient. Sein Freund in der Innenverteidigung ist ebenfalls eine Legende. Ich bin sehr, sehr froh, dass er geraucht hat, weil sonst hätte ich hier keinen zweiten Innenverteidiger in meinem Team. Die Rede ist von Frank Rijkaard. Zu seiner aktiven Karriere und nach seiner aktiven Karriere, bekennender Raucher. Aber wenn ich mir das Team so anschaue, war das früher anscheinend Normalität. Jetzt wird's ein bisschen heikel, Freunde. Denn Rechtsverteidiger haben wir leider nicht. Deswegen packen wir da jetzt einen Offensivspieler hin. Und keinen geringeren als den Champions-League-Sieger, der mich im Jahr 2012 zum Weinen gebracht hat. Didier Drogba. Viele von euch werden es wahrscheinlich wissen, ich bin gebürtiger Bayer, Freunde. 2012 hat Didier Drogba meine Träume vom Finale daheim zerstört. Trotzdem habe ich ihn hier in meinem Team gepackt. Genauso wie unser nächster Spieler, 97er Footies Icon von Sokrates. Ich habe gerade irgendwie so eine Geschichte zu Sokrates im Kopf. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn das nicht stimmt. Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich glaube, der war während seiner aktiven Fußballkarriere, war der gleichzeitig noch Arzt und hat einfach auch noch Zigaretten geraucht. Ich packe jetzt Neymar mal ins linke Mittelfeld und Messi natürlich auf die 10, die müssen eigentlich starten. Falls wir eine rote Karte bekommen sollten, brauchen wir natürlich auch noch einen Reservespieler. Und dieser Reservespieler hat vor kurzem die Europameisterschaft gewonnen. Natürlich ist die Rede von Alvaro Morata. Schon öfters mit Zigarette erwischt worden, schon öfters mit Zigarre erwischt worden. Aber ich meine, als Europameister kannst du dir das auch leisten. Das sind unsere 19 Spieler, mit denen wir heute ein 20-0 in der Weekend League holen werden. Aber Freunde, ganz vergessen, der Manager fehlt ja noch. Und ich glaube, wenn sich das einer verdient hat, in unserem Team heute zu stehen und die Rauchertruppe zu einem 20-0 zu führen, dann ist das Carlo Ancelotti. Der Champions-League-Sieger, habt ihr schon mal ein cooleres Bild gesehen als dieses Bild von Carlo Ancelotti mit seiner Zigarre? Nein, Freunde, deswegen, für diesen Boss-Move steht der Mann jetzt hier in unserem Team. Ab geht's in die Weekend League. So, guten Morgen, Freunde. Es ist Freitag, 9 Uhr morgens. Perfekter Start in die Weekend League gegen Ternana. Was ist das erste Team? Wir haben Jan Sommer im Tor. Nur eine Footies-Karte. Tatsächlich, okay, wir haben noch eine Footy-Icons-Karte. Team sieht auf jeden Fall schlagbar aus. Wir werden reinheizen, die komplette Weekend League jetzt Freitagmorgen durchspielen, weil ich morgen in den Urlaub fliege, Freunde. Ja, Freunde, der ist ein bisschen ins Leere gegrätscht da. Gerne mal eine Slow-Mo einblenden hier. Und das ist der erste Rage-Screen, perfekter Start in die Weekend League. So, wir schauen uns das dritte Gegnerteam an. Ich will auf jeden Fall gleich auch mal noch Sokrates testen. Das werde ich so im 10. Game machen. Und der hat das einfach das virtuelle Bundesliga-Wappen. Hä? Spielen wir jetzt hier gegen den E-Sportler? Team sieht, ja, sehr cool aus. Ein paar wilde Karten drin, wie ein Zico zum Beispiel. FC Pro Banner, Virtual Bundesliga-Wappen, anscheinend ein E-Sports-Fan. Ach, Junge, Haaland ist so krank schnell, ne? Oh mein Gott, ist das war wunderschön gechippt von Haaland, wunderschön. Cucurella, komm Lothar, Deutschland gegen Spanien. Deutschland gegen Spanien, Cucurella, bitte nicht, nein. Boah, wunderschöner Flankenkicker von Haaland vollendet es. Garincha, Garincha. Oh. Ein rüber, das ist ein Dreckstor, aber das Dreckspon nehmen wir mit. Der war nicht so einfach zu machen für Neymar, muss ich mal Props rausgeben. Freunde, das sind Fehler, die dürfen nicht passieren. So, Eckballtor. Okay, nehmen wir mit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt ein Chip auf 2 und dann kommt der Rage Quit. Komm, Haaland, bitte, 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 bitte. Drittes Game, dritter Rage Quit, Freunde. Get your finger. Boah, ich kann das nicht vorlesen, was da steht, Freunde. Freunde, ich kann das nicht vorlesen. Aber ich glaube, ihr habt es alle gesehen. Ich habe die Gegner hier gerade richtig gelobt und dann schickt er mir so eine Nachricht. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ja, eine Seitenflanke. Jetzt Haaland Meter machen. Tempo aufnehmen. Sehr, sehr gut. Genauso. Auf 2 kommt Didier. Und Didier verwandelt es 1-0 für uns. Och, Mann, Spiel hat ihn zu Ende. Junge, ich. Wieso kann er auf einmal so zocken? Immer die Fenner-Wappen. Ja, das ist es. Haaland vollendet. Super. Das ist gar nicht gut, Freunde.
Und Eto'o knallt den mit gelbem Time-Finish rein, ne? Du kannst es keinem erzählen. Genau das, Erling, genau das. Schön. Eine Bene-Flanke. Vollrückzieher, ja! Die Bene-Flanke zum 4:3. So muss das sein. Komm. Und Ashley Cole mit der Monster-Sense. Und Freunde, das ist der Sieg. Das ist der Sieg, Freunde, gegen das Fenner-Wappen. Wir haben den Fenner-Fluch gebrochen. Endlich. Ach, GG's. 8:0 stehen wir mittlerweile. Garnacho Goat heißt der Gegner. Das ist mal ein interessanter Teamname mit Del Piero als Wappen. Wieder Hullet und wieder Haaland 99. Und Freunde, ich habe gerade gemerkt, Haaland hat sogar Finesse Plus. Das wusste ich gar nicht. Das muss ich jetzt auch noch ein bisschen abusen. Oh ja. Oh ja, Erling 1:0. Boah, ist das ein geiles Timing. Neymar. Neymar Eis, Ballrolle. Und das 2:0. Richtig clean zu Ende gespielt. Oh ja, Torwart ist draußen. Ins leere Tor rein. Drogba. Och. Oh mein Gott. Bambus Prime. Ja. Und komm. Gib mir den Quit. Gib mir den Quit-Gegner. Nach so einem Gammeltor musst du ja nicht rausgehen. Ach, schade. Wäre zu schön gewesen. Oh, und es ist das 1:3. Haaland tankt sich durch. Und der Gegner hat jetzt Crouch und Haaland vorne. Und im ZM hat er Goretzka und Hullet. Da weißt du auch direkt, was Sache ist. Freunde, es kracht. Es kracht komplett. Ey, der Gegner ist saugut. Und wir geben hier eine 3:0 Führung in einer Halbzeit her. Wir geben eine 3:0 Führung her, Freunde. Ich bekomme noch Knacks, Freunde. Oh Gott, dann 3:0. Einen 4:3 Rückstand hergeben in einer Halbzeit. Ja, ja! Ja! Der Fehler! Der junge, unerfahrene 2009er Jahrgang macht hier einen Leichtsinnsfehler und wir sind zur Stelle. Das ist das Tor, Freunde. Wir haben verloren, Freunde. Wir haben das 20:0 verkackt. Wir haben das 20:0 nach einer 13:0 Führung verkackt. Der Flankenkickoff! Wir leben! Komm! Ich bin so blöd. Wieso flank ich, wenn da John Stones steht? Ich hab verloren gegen den 2009er Jahrgang. So, nächstes Game. Und jetzt müssen wir irgendwie wieder in die Motivationsgewinnerspur kommen. Kein Haaland, kein Crouch. Das gewinnen wir. Ja, wahrscheinlich. Ja, Nola, einen rüber. Jetzt Garincha. Danke, Garincha. Das ist perfekt gemacht. Boah, den muss ich eigentlich nur rüberlegen, aber Drogba knallt einfach alles rein in dem Spiel. Was ist das für ein geisteskranker Kopfball, bitte? Und da gibt es noch den Rage Quit zum Schluss. Sehr, sehr gut. Wir sind wieder in der Spur. 7 Games remaining, guys. Wir spielen gegen Barutku mit Bayer Leverkusen Choreo. 11:2 stehen wir gerade und das Team sieht schlagbar aus, aber er hat wieder Peter Crouch vorne drin, den ich auch unfassbar gerne in meinem Team hätte. Oh, so gut gespielt und es ist ein Dreckstor am Ende des Tages, aber es ist okay. Dieser Crouch ist so unglaublich gut. Ich weiß nicht, wie ich den verteidigen soll. Ja, Garincha, endlich. Ey, was mir gerade auffällt, er spielt Frimpong. Frimpong gegen Haaland. Ich muss nur über rechts kommen und flanken eigentlich. Oh, ich choke wieder das Time Finish. Doppelter Reverse Elastico und Haaland macht es 3:1. Echt super. Boah, geiler Doppelpass. Das ist Fußball. Das ist Fußball und das ist 4:1. Oh, Tempo-Boost, ein rüber und der ist drin und das ist 5:1 und endlich wieder ein Rage-Quit. Sehr gut. Ich will mal kurz anmerken, Freunde, wir befinden uns jetzt im 15. Weekend-Spiel und ich habe noch nicht ein einziges Finesse-Tor mit Haaland geschossen. Ich habe noch nicht einmal probiert zu finessen und der nächste Gegner wieder Haaland 99. Ist das so einfach, den im Team zu haben oder wieso hat den jeder? Ja, das muss es sein. Das muss es sein und das ist es auch. 6:5. Ja! 7:5. Let's go. Nice. Zu Ende gespielt. 8:5. Ach ja, wie wir das gedreht haben. Überragend. Vollenden, Ginola. 9:5. Es ist durch. Aus vorbei. Jetzt ist es aus vorbei. Niente. 9:6. Sieg. Wichtig. Damit haben wir jetzt noch 2 Spiele. Und wir müssen beide Spiele gewinnen für Rang 3. Vorletzter Gegner. Arsenal war im FC Scharzenger. Oder Schwarzenegger, keine Ahnung. Team. Och nee, wieder mein Angstangriff. Haaland und Crouch. Haaland, schöner Chip auf 2. Das muss es sein. Das ist es. 1:0. Sehr schön. Ja, das ist es. Danke, Erling. 2:0. Ja, geiler Ball.
Und Shinola macht den 3:0. Wichtig, Freunde. 300 Rage Quit, Freunde. Gegner ist rausgegangen. Sehr, sehr gut. Wir haben jetzt ein Entscheidungsspiel um Rang 3. Und wenn ich das jetzt verlieren sollte, wäre ich richtig, richtig traurig. Deswegen werfen wir alles rein, um das Game nach Hause zu. Das Spiel der Spiele. The Reds gegen Fra Official 48. Hört sich verschwitzt an, der Name. Hat er wieder Haaland vor diesem Team? Hat er wieder Crouch vor diesem Team? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber trotzdem richtig geiles Team. Es geht um alles. Ab geht's. Und das ist der schlechtestmögliche Start, den man sich vorstellen kann. Immer Finesse, alle Finessen. 2:0 hinten im Entscheidungsspiel. Ja, Flankenkickoff. Oh, das ist ein geiles Timing. Nimm ihn gut mit Haaland, bitte. Danke. Und er knallt ihn ins Kurze rein. Ausgeguckt, ausgeguckt wie im echten Leben. Ist das ein geiler First-Touch-Pass von Shinola. Und jetzt haben wir es. Das erste Finesse-Tor von Erling Haaland. Im allerletzten Spiel, im 20. Game. Und es gibt den 3:2 Rage-Quit. Freunde, ich weiß nicht, wieso der Gegner gequittet ist. Anscheinend haben wir ihn spielerisch so dominiert, aber das nehme ich gerne mit. Damit haben wir, Gott sei Dank, Rang 3 noch sicher gemacht. Und Rang 3 ist richtig stark, Freunde. Im letzten Video haben wir auch Rang 3 geholt und da haben wir Gakpo 97er und eine 99er Karte gezogen. Wer das Video nicht gesehen hat, wie gesagt, ich kann nur zurückverweisen. Aber wir springen jetzt erstmal zu den geisteskrank geilen Rewards. Angekommen bei den Rewards, Freunde. Wir haben sie wieder, die Rang 3 Rewards, die uns letzte Woche extrem viel Glück gebracht haben. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wir drücken weiter. Was bekommen wir? Wir bekommen insgesamt 5 Player Picks. Davon sind 2 wieder Weg zum Ruhm, SG und Team of the Tournament Player Pick. Dann ein 85 plus mal 5 seltener Gold Profis Pack. Ein 87 plus mal 3 Profis Pack. 125k-Set, was letzte Woche gottlos schlecht war. Und dann natürlich das 95 plus mal 3er Weg zum Ruhm SG TOTT Pack. Und 85.000 Coins. Also ich sag's mal wieder, Freunde, es lohnt sich dieses Jahr extrem die Weekend League zu spielen. Kommen wir zum ersten Player Pick und wir machen zuerst wieder die goldene Mitte auf. Letzte Woche hatten wir so krankes Packlack in diesen Picks. Wir gehen rein. Und wir starten mit dem 91er Václav Černý. Mein Wolf ist ja leider zu Glasgow Rangers, glaube ich, gewechselt. Auf Leihbasis. Deswegen, ja. Verpflichten wir den mal. Hier sind noch bei unseren Wölfen. Und ein 91er Rating. Was für einen normalen 85er Plus Pick. Ich sag's mal wieder, richtig, richtig gutes. Weiter geht's. Zweiter Blick geht auf. Und wir haben den 92er Zalewski und einen 91er Van Nistelrooy. Ich glaube, wir nehmen den 92er. Wir gehen aufs Rating. Ich sag's euch, Freunde, diese 85 Plus Picks. Wenn wir jetzt nochmal eine 90 Plus Karte ziehen, bin ich wirklich... 89er Karte. Rasmus Højlund. Absolute Legende. War mal bei Sturm Graz unter Vertrag, für alle, die das nicht wissen. Nur die Frage ist halt, wen juckt. Und ist jetzt einer der wertvollsten Spieler überhaupt. Deswegen, ja, 85 plus Picks haben wir wieder geregelt. Wir kommen zu den Weg zum Ruhm Picks. Da hatten wir letzte Woche Cody Gakpo drin. Ach, hatten wir auch letzte Woche 96er Eriksen. Ist ein stabiles Rating. Nehmen wir mit. Weiter geht's. Komm, wir brauchen einen Banger jetzt. Wir brauchen einen Banger. Komm. 97er Rafinha. Rafinha sieht extrem gut aus. Hat sogar Finesse plus 5 Sterne Skills, leider nur 4 Sterne Weakfoot. Aber sieht unfassbar geil aus, die Karte. Ich guck mal, was der kostet. Okay, krass. Gakpo hat nur 400k gekostet. Rafinha kostet über 1 Million. Also ich würde sagen, die Picks waren wieder extrem gut. Ich kann es immer nicht so gut einschätzen, weil ich nicht der aktivste Spieler bin. Aber schreibt mir gerne mal wieder in die Kommentare, ob wir wirklich Packluck hatten. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. So, die Picks waren geisteskrank, deswegen kommen die alle in den Verein. Wir kommen zu den 85 plus mal 5 Packs. Und wir haben direkt was Blaues da drin. Ist das wieder Černý? Nee, Torwart, Tschechien, Torwart, wer ist das? Icon, Peter Cech, welche? Der 96er? Also im 85-Plus-Pack? Ey, ich schwör's euch, Freunde, das ist wirklich gottlos. Diese 85-Plus-Dinger, noch 3 andere Special-Cards drin, 91er Saka, 91er Nanasi, geisteskrankes Rating. Und wir machen jetzt ein 87-Plus mal 3-Pack auf. Ist es weiß? Ist es wieder eine Icon? Holland? ZM, nee. Ich dachte kurz, Rollet. Das ist Robin van Persie. Alter, ich hatte wirklich kurz Hoffnung. Reinders, Ederson. Ja, der war jetzt nicht so gut, der Pick. Wir machen mal den 85 plus mal 5 Goldprofis Pack. Tradable machen wir mal auf. Und es leuchtet blau. Wieder Holland. Stürmer. Icon, schon wieder. Van Persie back to back. Und wer dahinter? 94er Suazo. Ja. 87 plus mal 3 Goldprofis Pack. Tradable. Es geht auf. Es ist weiß, rot. Frankreich, Innenverteidiger. Renard, wen gibt's da? Wendy, Renard, Gold, wer ist dahinter? Irgendeine orangene Karte. Was kommt jetzt auf mich zu? Badiol? Nee.
Mikaudatze. Mikaudatze. 93er. Ey, die Trader mit Paxi gönnen wieder nicht. Ne, es ist so typisch. Wen haben wir noch dahinter? Martin Ødegaard. Nee. Dann nächstes 87 plus mal 3 Profis Packet auf. Das ist jetzt Untrade. Deswegen ziehen wir jetzt den kompletten Banger mit Rasmus Højlund. Und wer ist hinter Højlund noch dahinter? Højlund Futures, das ist das, glaube ich. Sanchez, 93er, ja. So, 1,87 plus mal 3 seltener Gold-Profis-Pack haben wir noch. Falls ihr euch fragt, wieso wir so viele haben, das ist auch noch wegen der Weekend League-Quali, die wir sehr gut beendet haben. England, Innenverteidiger, Liverpool, den gibt's denn da? Joe Gomez, und wer ist dahinter? Trent? Nee, Zirkze. Zirkze Futures das. Boah, ich weiß noch, als der rauskam, dieser Zirkze-Karte, war der so gottlos OP. Und Lena Oberdorf bei Bayern. Guck, Transfers gibt's auch schon. Jetzt ist es aber Zeit, Freunde. Ich kann nicht mehr warten. Ich habe jetzt Bock auf das geile Pack. 95 plus. Dreimal Weg zum Ruhm. Schreibe Geschichte oder Team of the Tournament Profis. 95er Gesamtrating oder höher. Geht auf. Und wir haben drin Kolumbien. Es ist wieder nicht der Innenverteidiger, es ist der Stürmer. Von River Plate. Borja, 95er. Wer ist dahinter? Marc-André Ter Stegen mit einer auch 95. Ja, das ist gottlos schlecht. Das ist nicht gut. So, Freunde, Duplikate sind abgegeben. Wir haben noch kurz einen fetten Pick abgeschlossen. Was ist das genau? 92 plus mal irgendwas Pick. Machen wir noch kurz auf. Wen haben wir da drin? 96er Oblak haben wir schon im Besitz. Dann nehmen wir den Degatelare 95. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich erweise nochmal auf das Gewinnspiel vom Intro hin. Ich verlose aktuell die Ultimate Edition von FC25 an euch, Freunde. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn euch das Video gefallen hat, einfach ein kostenloses Abo da lassen und das Video liken. Schreibt noch irgendeinen netten Kommentar. Oder schreibt mir in die Kommentare, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Damit erspart ihr mir ein bisschen Arbeit. Ihr könnt selber eure Wünsche mit einbringen. Wir hatten jetzt letztes Mal 20-0 mit 11 Verbrechern. Heute hatten wir 20-0 mit 11 Rauchern. Was soll als nächstes kommen? Gerne alle eure wilden Ideen in die Kommentare hauen, Freunde. Hier seht ihr noch ein richtig cooles Video eingeblendet, Freunde. Das ultimative Fußballquiz zusammen mit Max Malle und Nick Lugi ist richtig, richtig geil, richtig aufwendig, richtig lustig geworden. Schaut euch das Video gerne noch an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Haut rein und...